Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier noch immer in Litauen. So mitten irgendwo. Wir fahren jetzt Richtung Kaunas. Kaunas? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Richtung Kaunas. Um hier nochmal zu drehen, weil wir hier eine Umleitung hatten. Wir haben noch 11 Stunden für den Auftrag und wir haben. Lass uns loslegen. Noch ein bisschen was an Fahrt vor uns. Wie viel genau werden wir jetzt gleich sehen? Und zwar sind es 10 Stunden, 31 Minuten Fahrt und wir haben nur noch 11 Stunden Zeit. Also 11,5 Stunden. Sprich, wir haben eine Stunde plus. Wir werden erwartet spätestens am. Um 21:02 Eastern European Summertime. Das halten wir mal so fest. Ich versuche es mir zu merken. 21:02 sollen wir dort sein. Wenn wir später da sind, ist es ungünstig. Wenn wir rechtzeitig da sind, ist es optimal. Moment, hoppala, wir dürfen eine 80 fahren. Das ist ja das Problem, wir dürfen eine 80 fahren. Das habe ich ganz vergessen. Wir haben ja mit dem Trailer dürfen wir nur 80 fahren. Wir fahren immer noch den Hubschrauber Ring 429 von Elbing. Elbing. Oh, da war aber nochmal ein Emergency Vehicle. Nach Kundra. Nach Kunda BLT in Estland. Ich wollte gerade sagen in Tallinn, aber wir fahren ja nach Kunda. Ich finde es mal wieder faszinierend, wie schnell 15% vom Akku komplett weggehen. Ich hatte gerade eben 15% Akku, habe dann prinzipiell habe ich 2-3 Minuten gebraucht, um YouTube Studio starten zu können, und dann, als ich YouTube Studio starten konnte. Okay, wir erreichen jetzt Kaunas, oder das Stadtgebiet von Kaunas. Dann hatte ich dann plötzlich nur noch 9% und dann wollte ich das Handy aufladen und dann war ich bei Handy aus. Dann war das Handy plötzlich aus, obwohl ich es eigentlich gerade hier erst auf dem halt ein Kaunas Baltic Tourist 6 von fucking 35. Crazy. Wir müssen noch weiter geradeaus. Turn kommt nämlich erst später. Nämlich jetzt hier gleich. Interessantes Kreuz hier auch. Richtung Panevesis, aber wir wollen jetzt nicht nach Panevesis. Ausfahrt rechts nehmen. Ich habe zeitlich auch wieder so hinbekommen, dass ich die Aufnahme erst dann starten konnte. Und ich habe die Bremsen, glaube ich, auch geändert, aber die sind immer noch stark, finde ich. Muss ich ein bisschen mehr mit der Motorbremse bremsen, sondern halt mit der normalen Bremse halt für solche Notbremsungen. Dass ich dann halt bei Notbremsung halt ordentlich auf die Bremse drücke. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte links halten. So, jetzt wieder Richtung Klaipeda. Also das Ding ist halt, weil wir nur 80 fahren dürfen und nicht die 90, beziehungsweise da haben wir mal mit 93 hier über die litauischen Autobahnen brettern können, kann es halt echt sehr gut sein, dass wir zeitlich gesehen echt verdammt Enges haben werden. Aber gut, 653 Kilometer noch. Ordentlich Strecke mal wieder. 3000 Kilometer können wir sogar noch mit der Tankfüllung fahren. Ein Drittel davon fahren wir ja noch mehr oder weniger. Aktuell sieht es zeitlich gesehen echt gut aus. Wir halten so die 20 und kommen halt dementsprechend noch rechtzeitig an. Musik muss ja ausgeschaltet haben, ne? Also hier von wegen diese Bums-Dings der Musik, wenn es schneller geht.
Wenn nicht, dann haben wir sie halt an, dann muss ich das dann halt so schnippeln, dass dann die Musik dann leiser wird. Die Game außer, ach, die Musik außerhalb des Games. Ich hätte mir auch wieder Wasser einschenken können. Wäre ja schon Glück gewesen. Wenn wir den Auftrag abgeliefert haben, sind wir dann über 100.000, ne? 32, knapp 33.000 bekommen wir dafür. Ja, dann sind wir so bei knapp unter 110.000. Sind aber ja schon relativ fortgeschritten, ne? Ich glaube, es ist seit Folge 16 jetzt gerade. Es könnte eng werden noch mit den Auswahlmöglichkeiten. Ey, wir fahren 10 Kilometer pro Stunde unter dem Tempolimit und wir holen noch gerade auf. Rechts halten. Wir holten gerade auf. Ausfahrt rechts nehmen. Wir wollen jetzt Richtung Kaliningrad. Nimm die Ausfahrt rechts. Schon von an Kaliningrad vorbei, ne? Und dann nochmal kurz Richtung Paniveshis und dann so weiter und so fort. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und wie immer, Fehler in der Aussprache könnt ihr gerne verbessern, dann in dem Fall am besten mit Lautschrift. Oder von mir aus mit auch mit Link zum zu einer Audiodatei mit der perfekten Aussprache. Kann sein, dass das Kommentar dann erstmal zurückgehalten wird, weil es ein Link ist, aber das überprüfe ich dann und dementsprechend gebe ich es dann frei. Oh, leicht ausgetrockneter Bach. Ah, schon, hat schon was, ist schon nice. Rechts halten. 577 Kilometer noch. Nehmen. Gott. Wie gesagt, weiter Richtung Claypeda. Nimm die Ausfahrt rechts. Dann fahren wir jetzt hier wieder mit 70 raus und jetzt geht es wahrscheinlich wieder weiter über Landstraße. Ja, das ist schon nice. Aber wie gesagt, ich muss mit Motorbremse mir angewöhnen, mit der Motorbremse zu bremsen. Also das ist halt so unsanft, obwohl ich mich schon wieder weiter runtergestellt habe. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese weiter Richtung Claypeda. Oh Gott. Irgendwas habe ich im Augenblick gesehen gehabt, was mich dann ein bisschen abgelenkt hat vom rechtzeitigen Einlenken. Aber gut. Nicht sonderlich gravierend mehr Schaden oder Schaden auf der Fracht. Nur Schaden am Auflieger, das ist ja schon mal. Es ist zwar nicht so optimal, aber da es unser eigener ist, müssen wir auch nichts reparieren, von daher. Ja. Ist es halt so. Bitte links halten. Bitte links halten. So den. Ja, okay. Ich verstehe. Wir hätten auch gar nicht rechts uns halten können, aber gut. Da haben wir mal ganz abgesehen. Bitte links halten. Jetzt ergibt es wieder mehr Sinn, weil wir wollen ja beide gerade ausfahren. Und da kommen wir jetzt glaube ich auch schon wieder zur nächsten
Staatengrenze, zumindest. Bitte rechts halten. Oder sind hier nur die Partnerfirmen oder Partnerflaggen noch mit drauf? Ah, das kann natürlich auch sein, ne? Ich glaube, das wird sein. Ganz gute Flaggen mit vertreten gewesen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Ding ist plötzlich 70. Der Schild hätte ich nicht übersehen können, weil ich gerade nach links geguckt habe, aber ich verstehe die 17 nicht ganz. Aber durch den Wald fahren vielleicht? Who knows? Noch als 500 Kilometer bis Kunda. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und dann geht's weiter Richtung Riga. Stimmt, wir fahren ja nach Riga. Oder bei Riga vorbei, was er gesagt. Bei Richtung Riga passt am besten. Und bei Riga vorbei auch. Also von Richtung Riga, aber um an Riga vorbeizufahren. Eigentlich schon mal wieder ein bisschen abbremsen auf 50. Wieder einen schönen Bahnübergang. Oh. Schöner Personenzug. Litauischer. Ah, ich finde es schon echt nice. Also, meine, das wäre jetzt hier gut auch Haupt, auch viel dank Promods. Oder was wir halt so Promods zu verlangen haben. So eine Varietät an Zügen haben, die halt auch nicht einfach nur zwei Waggons, Lok und fertig. Also halt so gesehen eigentlich umgekehrt: Lok, zwei Waggons und fertig. Das ist halt ein bisschen. Zum einen ländertypische Auswahl haben und auch noch etwas länger Züge. Das ist ja auch nice mit den verschiedenen farbigen Kühen. Zweite Ausfahrt nehmen. Auch nice. Sogar mit dargestelltem Euter. Ah, das ist ja schon eine schöne Skulptur. So, weiter Richtung Riga. Da vorne wahrscheinlich einen Rest Area mit Truckstop. Also ein Rast hier Tankstelle und so. Ne, haben wir die Grenze. Also wir verlassen jetzt Litauen. Beim Grenzübergang müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen langsamer fahren. Oder vielleicht auch nicht. In diesem Fall nicht. Da hätten wir sogar gerade jetzt gleich noch den Spot, wo ich eigentlich hätte ursprünglich schlafen wollen. Wir sind jetzt in Eleia. Immer geradeaus. 80 Kilometer schon drüber, verdammt. Bitte rechts halten. Ah, das war böse, das war unnötig. Das war echt unnötig. Unnötig Geld gerade ausgegeben. Umfassend. Wir verlassen jetzt Eleia. Und sind wir das erste Mal in Lettland? Lass uns mal kurz nachschauen. Nee, okay. Wir waren schon in Lettland. Wir fahren halt jetzt nochmal ein Stückchen weiter als vorher. Wir fahren jetzt bei Riga vorbei und dann das erste Mal nach Estland rein und auch direkt, quasi direkt die Küste hoch. Wenn man so will. Immer geradeaus. Und beschleunigen wir mal wieder auf die 80 Kilometer pro Stunde. Hoppala, wir sollen, oder wir sind höchstwahrscheinlich jetzt um 5 nach 20 Uhr. 5 nach 8 sind wir jetzt aktuell, nach aktueller Prognose, in Kundra beim Kunden.
Heißt zeitlich gesehen noch ganz gut dabei. Wir fahren jetzt ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Weiter Richtung Riga. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich muss schon viel früher runterbremsen, haben wir gerade eben schon gesehen. Deswegen habe ich auch ein bisschen Strafe zahlen müssen. Und zwar 580 Euro für 18 Kilometer pro Stunde über dem Tempolimit. Schon nicht wenig. Und wir den Tempomat auf 80 km pro Stunde und dann fahren wir weiter über lettische Landstraßen. Und mit dem Motorbremse runter zu bremsen, ist das ja auch schon stark. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Wie gesagt, von Notfalls kann man da immer noch mal reinbremsen. Weiter Richtung Tallinn. Diese Ausfahrt. Das wäre Richtung Riga und Tallinn. Das wäre eine etwas kurvenreichere Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Passage. Okay, wir dürfen jetzt aber nicht mehr schneller fahren. Tschechischer Trailer vor und weg. Beziehungsweise ein Trailer einer tschechischen Firma. Oh, jetzt fahren wir über einen Damm rüber. Er ist ja auch stark. Wir fahren an einem Damm vorbei. I guess. Könnte ich mir schon prinzipiell vorstellen, da es ja ein ETS, ein ATS das Ganze auch gibt, also auch einen Damm gibt, wo man rüberfährt. Könnte ich mir prinzipiell vorstellen, dass es halt vom Baltic DLC ist. Aber wie gesagt, nagelt mich bloß nicht drauf fest. Letzte DLC, womit ich mich mehr oder weniger mehr beschäftigt habe, oder womit ich mich mehr oder weniger beschäftigt habe, war eigentlich... Boah, war das Italien? Italien ist auch schon wieder... Uah. Ja, doch, könnte schon hinkommen. Ich glaube, es war Italien, oder könnte Italien gewesen sein. Wir wollen weiter Richtung Riga und Tallinn. Wieder hier schön über die breite Autobahn rüber. Da steht schön Riga dran. Schön das Stadtschild von Riga. Wir wollen aber nicht nach Riga, wir wollen weiter nach Tallinn. Zweite Ausfahrt nehmen. Oder wie es auf den Schildern steht, Tallinner. Nimm diese Ausfahrt. Und Valmera, wenn jetzt gerade im Augenwinkel im Blinken richtig entziffern konnte. B wieder runter auf 50. Ach, nee, okay, na Moment. Ich wollte gerade sagen, es war so klar, aber nee, war doch nicht so klar. Bitte links halten. Links halten, das kriegen wir hin und weiter durch schöne Nadelwälder. Gen Norden zur Westküste von Richtung Westküste von Estland. Bitte links halten. Bin ja echt gespannt. Auch vor allem, wo es hin uns als nächstes hin verschlagen könnte. Das werden wir natürlich auch uns anschauen am Ende der Folge. Wohin uns die Reise, nachdem wir in Kunda angekommen sind, als nächstes hin verschlagen könnte. Ich bin sehr gespannt, ob es gen Norden geht, Richtung Finnland hoch, in den Norden von Finnland. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder ob es weiter Richtung Osten nach Russland geht, Achtung, oder wieder zurück in den Westen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder in den Süden. Okay, weil es zurück in den Westen. Das wäre dann halt ja auch wieder
Oh, jetzt hin und her. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Auf wieder schön über den Fluss rüber. Blitzer steht da. Dieser hat uns diesmal nicht bekommen. Den einen, den ich gar nicht wahrgenommen habe, der hat uns aber voll erwischt. Und wir verlassen die Ortschaft und dürfen jetzt sogar wieder auf. Okay, wir dürfen noch auf 70 beschleunigen. Ich habe mich schon ein bisschen gefreut, dass wir wieder 80 fahren dürfen. Aber zu früh gefreut. Da fahren wir jetzt mit 70 weiter. 20.15 Uhr sind wir jetzt mittlerweile da oder sollen wir wahrscheinlich dort sein. Es geht weiter nach Tallinn oder Richtung Tallinn. Das könnte echt unangenehm eng werden noch. Aber das werden wir dann ja sehen. Auf jeden Fall schon ein Fazit haben wir noch. Weiter an Tanken vorbei. Und Schlafplätzen. Also durch die bewaldete Landschaft, die hat auch schon was, ne? Schön durch Wälder durch. Noch mit Brut mit der Brutal Weather Mod oder mit dem Brutal Environment Mod. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, welcher drin ist, aber ich glaube Brutal Weather Mod habe ich aktiviert. Und runtergeladen und dementsprechend aktiviert. Oh, wir dürfen jetzt 80 fahren, Tatsache. Okay, never mind, forget it. Wir dürfen doch 80, obwohl auf den Schildern 70 steht. Interessant, dann fahren wir jetzt 80 weiter. Machen wir dann mal einfach so, auch wenn 70 eigentlich draußen stand auf dem Schild. Vielleicht hat jemand auch nur einen Spaß erlaubt und einfach das falsche Schild aufgehangen. Oder nach Spanien hätte auch was. Egal, ob es auch vor dem neuen Iberia DLC ist oder was danach. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein schönes kleines Pferd, genau. So klein war es gar nicht. Oh Gott, Baller. Das ist schon schön mit den kleinen Forstwegen, die abgesperrt sind hier. Wenn jetzt hier noch ein animiertes Reh nochmal über die Straßen rennt, dann würde es auch nochmal ein bisschen zum Flair passen. Obwohl zumindest einfach ein Reh am Straßenrand steht. Immer geradeaus. Stimmt, wir erreichen jetzt in eine neue Stadt reingefahren. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hätte ich früher schalten können, dass wir jetzt runtergebremst werden auf 50 km pro Stunde. Immer geradeaus. Ich wollte gerade fragen, will er nicht abbiegen? Da kommt doch nichts. Und schon haben wir das Dorf, wo wir die Stadt verlassen. Und verlassen jetzt auch gleich Lettland und erreichen. Okay, wir hätten wahrscheinlich prinzipiell nach rechts gekonnt, aber gut. Aber gemusst, da weiß er schon. Wobei. Ist ja eigentlich hier nicht der Fall. Wir sind ja noch im Euroraum. Oh, eine langgezogene Straße. Eigentlich eher nur gedacht dafür, wenn die Grenzen dicht sind, dass man hier raus noch fährt, glaube ich. Wir dürfen jetzt sogar auf den estländischen Straßen 90 fahren, oder Landstraßen. Zumindest laut Navi.
und runter auf 70. Immer geradeaus. Immer geradeaus, ihr habt's gehört. Immer geradeaus jetzt durch estländische Wälder. Eine Bushaltestelle mit einem Fußgängerüberweg oder einer kleinen Insel für die Fußgänger. Dann wird sie auch sicher auf andere Straßenseite kommen. Wir dürfen doch safe gleich nur wieder. Gleich wieder nur 70. Weil wir keine Retarder drin haben, können wir einfach selber nachbeschleunigen, ohne dass wir dann stark abgebremst werden. Gleich müssen wir eh wieder abbremsen, da geht's ja jetzt rechts rum. Weiter Richtung Kunda. Kommen wir jetzt auf Kunda. Und dann bleiben sie immer geradeaus. So, wir erreichen jetzt Pärnu. Weiter Richtung. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Da haben wir wieder so eine ordentliche Notbremse hier. Erst laufen wir halt in Pärnu. Und es geht weiter Richtung Tallinn. Ah, schön vorgeschlichen. Und dann wollen wir jetzt mal hier weiterfahren. Wir haben noch 220 Kilometer bis zur Abladestelle in Kunda. Wir brauchen wahrscheinlich noch mal so ungefähr 20 Minuten oder so 15 bis 20 Minuten brauchen wir noch. Es ist auch noch mal wieder so spät geschadet, dass es für mich auch wieder zeitlich sehr eng wird. Aber no risk, no fun und so, ne? Schön hier an der Bahnlinie entlang, die wir wahrscheinlich gleich noch mal überqueren werden, nachdem wir rechts abgebogen sind. Wir springen gleich rum auf Rot. Wir müssen geradeaus weiter, never mind. Eine zu früh. Die bekommen wir dann aber jetzt nicht mehr, weil und dann ich bei der einen Ampel schon abbiegen wollte. Biege nach rechts ab. Weiter auf der E67 oder E4 nach Tallinn. Diesmal müssen wir aber auch wirklich abbiegen. Immer geradeaus klingt gut, auch nach dem Kreisverkehr geradeaus. Weiter Richtung Tallinn. 217 Kilometer noch. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Mach ich doch. Ja, wir mal auf 70 oder auf 71. Wir dürfen gleich safe wieder nur 70 fahren und nicht 80. Weil wir machen einfach immer mal ab 80. Solange wir 90 fahren dürfen zumindest. Solange wir nicht runtergebremst werden. Straßenschild. Oh, okay. Autos dürfen wir jetzt mittlerweile 100 hier fahren. 204 Kilometer noch weiter nach Kunda. Zeitlich gesehen halten wir die 20 Uhr echt ganz gut. Schön wieder an den Feldern vorbei. Aber heute in diesem Teil des Trips
nutzen wir unsere Fahrzeit aber echt ganz gut aus. Und vorne verengt sich das jetzt ein bisschen wegen aufgrund einer Baustelle. Wir dürfen sogar nur 30 offiziell hier fahren. Ich nähe jetzt hier gleich durch. Wir fahren hier einfach, wir preschen hier durch, kommen von vorne. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ah, alles gut. War ja niemand da, der sich beschweren hätte können. Wir wollen weiter geradeaus, weiter Richtung Tallinn. Ist ja auch wieder ein bisschen mehr los hier, ne? Doppelte Brücke hier nochmal in Erdausschüttung. Und Kreisverkehr. Oder doch kein Kreisverkehr für uns. Ich sag euch kurz mal Augenwinkel so aus. Können wir uns auch rechts halten, glaube ich, ne? Wir dürfen hier weiter mit 90 fahren. Ja. Mal schauen, was für einen Trailer wir als nächstes haben. Ob wir dann sogar die 90 voll ausfahren dürfen auf der nächsten Tour. Oder ob wir es nicht dürfen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, wir schauen dann gleich nach, was es sein könnte, aber ob es das halt wirklich wird, werden wir dann halt erst am Anfang der nächsten Folge sehen, werden wir den Auftrag uns gemeinsam holen, weiter nach Narva, wo wahrscheinlich dann Nauvoo drauf. Ich habe, glaube ich, Narva gesehen. Kann aber auch Nauvoo gewesen sein, ich habe es nämlich nicht lang noch drauf geschaut, auf das Schild. Lagri fahren wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, nach Lagri ging es hier rechts runter. Oh, schön kurvenreich. Jetzt hier keine Abstand hier. Wir fahren auch weiter Richtung Tallinn. Wir sind jetzt bei Lumic. Geradeaus. Oh. Müssen wir noch safe runterbremsen? Nicht? Okay. Dann geben wir wieder ein bisschen Leistung. Geben wir wieder ein bisschen Gas. Ein bisschen Leistung. Der war gut. Falsches Game. Sind wir hier aber wieder runter. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Kriegen wir hin? Oh Gott. Kleine Ausfahrt. Wir sind jetzt in Jüri. Noch ein Kreisverkehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja. Ja, bremst noch mehr. Nimm diese Ausfahrt. Weiter Richtung Narva, habe ich doch richtig gelesen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, okay, hab's nicht gesehen, dass wir noch nicht schneller. Jetzt durften wir schneller, alles klar. Ganz vergessen, das Licht hier anzumachen. Unser Fracht wäre jetzt vielleicht sinnvoll. Oh, ein schöner Dieselzug mit Kesselwagen hinten dran. Immer geradeaus. Der auch so ungefähr mit 80 fährt. Na, schon nice. Nicht rechts abbiegen. 70. Wir fahren jetzt gleich unter dem Bahndamm drunter durch. So wie es zumindest aussieht. Ja, die Bremsen sind gut für solche späten Bremser. Weiter
Richtung Narva fahren wir. Okay. Muss ich mir das jetzt die nächsten 71 Kilometer anhören? Wenn ja, dann mache ich es definitiv nochmal aus. Okay, es war nur Feature-mäßig, dass der Kunde gerade angerufen hat, ich verstehe. Das ist in Ordnung. Auch wenn das nur auf einem Ohr war und das echt unangenehm war. Weil es so überraschend kam, aber gut. Wir sind ja rechtzeitig da, also alles gar kein Problem. Ja, alles gut. Wenn Kunde kann es ja pennen, meine Süße. Ja. Schon wieder richtig Brain AFK hier unterwegs. Ist auch wieder zeitlich ein bisschen ungünstig spät die Aufnahme. Serenkusalu. War geradeaus hier nochmal schönes Umspannwerk. Das ist unsere rechten. Wie gesagt, ich muss echt ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Ich muss auch, ja, die Videos von morgen, für euch, für heute, muss ich heute noch fertig machen. Also, für euch gestern fertig machen. Damit ich dann heute am Montag so zumindest so ein bisschen was noch aufnehmen kann. Wir haben noch 29 Minuten, bis wir zu müde sind und wir haben noch 20 Minuten, bis wir den Kunden da sind. Das ist echt belastend. Die Tour, die Umleitung, die hat es halt schon ein bisschen... Alle anderen biegen einfach kackendreist ab und du, obwohl genauso wenig Verkehr von vorne kommt wie bei den Kollegen, hältst du erstmal 3 Stunden oder was? Doch eilig, Menschensknass. Haben wir jetzt nochmal eine schöne Baustelle, jawohl. Na super. Zum Geier passiert da vorne. Also, ein Unfall. Ja. Kollege von Eron Trans, kannst du mir bitte fahren? Vorwärts, nicht rückwärts. Jetzt nach links, hallo, nach links. Kurz Traffic wegmachen. Und bei Traffic aktivieren und dann fahren wir weiter.
Und sie allerdings wirklich für, dass sie jetzt hier aufgegangen haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Solange wir die KI wieder aktivieren, das ist ja alles ein Butter. Wir wollen ja schließlich Kunda erreichen und nicht da noch ein festgefahrenen KI-Fahrzeug, wo aufgrund des festgefahrenen KI-Fahrzeugs noch 10 Stunden da stehen. Zweite Ausfahrt nehmen. Erst aufhalten Kunda Baltic Tourist 8 von 35. Dann nehmen wir nochmal zur Begrüßung den Bordschirm mit der verschossenen Ruhezeiten. Nein, sorry. War nicht anders oder ist nicht anders möglich. Biege nach links ab. Aber der Schlafplatz, der ist ja auch gleich wieder da. Da sind wir wieder schnell. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Da kommen uns auch wieder KI entgegen. Natürlich wieder Polizei, damit sie uns nochmal mehr Geld aus der Tasche ziehen kann. Aber wir sind ja gleich da. Demnächst rechts abbiegen. Ja, ich werde müde, I know. Aber wir sind ja auch jetzt da. Können uns danach direkt auch hinlegen. Und dann sind wir jetzt bei BLT. Sollen wir den abladen? Das war eine schöne. Da vorne sollen wir abladen, alright. Oh, ist aber auch ein enges Ding hier. Hauptsächlich wegen der BLT-Schweizer, die da vorne stehen. Alles mehr oder weniger gar kein Problem. Bisschen was einpacken muss ja sein. Warte mal. Perfekt abgeladen. Perfekt abgestellt, den Trailer. Ausgezeichnet, Hubschrauber Ring 429 von Elbing nach Kunda geliefert. Gefahrene Strecke 1039 Kilometer. Wir haben 26,5 Stunden dafür benötigt. 387 Liter verbraucht. Wir bekommen 230.968 Euro dafür und 2010 Erfahrungspunkte. Und dementsprechend gehen wir auf 10% auf zerbrechliche Fracht. Rang 2 plus 10% höhere Vergütung. Anstieg um 5% für das Ausliefern zerbrechlicher Fracht. Dann fahren wir nochmal eben zum nächsten Schlafplatz, den wir hier haben. Fahrt vorsichtig. Und beenden dann dort die Folge und schauen nochmal nach, wo es uns die Reise, wie gesagt, als nächstes hin verschlagen könnte. Biege nach links ab. Kann natürlich komplett anders aussehen, dass wenn der Auftrag dann nicht mehr da ist, nachdem wir wieder wach sind und fit und munter sind. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Aber das werden wir dann am Anfang der nächsten Folge sehen. Mal schauen, ob es eine Tour wird, die wir quasi in einer Folge abreißen können. Dann oder Sie immer geradeaus. Oder immer ob es wieder geradeaus. Eine mehr folgige Fahrt ist. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Werden wir dann gleich sehen. Nimm diese Ausfahrt. Wir legen uns aber hier nur beim Hotel. Biege nach links ab. Genau, beim Hotel legen wir uns hin. Beim 3-Sterne-Hotel. Das sind so viele.
Können wir auch hier vorne pennen? Wenn wir hier vorne pennen können, dann würde ich mich ja hier hinlegen. Da wir ja Bobtail sind. Wunderbar. Dann schauen wir mal kurz nach, wohin ist, was die Auftragslage hier in Kunde zumindest aktuell sagt. Wie gesagt, das könnte man gut vorstellen, dass es halt, also es könnte in den Norden gehen, nach Finnland oder hier komplett gen Norden oder weiter Richtung Süden. Es könnte aber auch hier lang gehen, Richtung Georgia oder wie auch immer. Wir können auch gerne irgendwie eine Türkei Extended Map noch mit rein integrieren. Könnt ihr es auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr es haben wollt oder nicht. So, Kunda. Was sagt denn Kunda? Kunda sagt, der beste Auftrag wäre Schnittblumen nach Kokkola in Finnland. Was dann hier wäre? Wäre eine Ein-Tourist-Folge, 16.000 bekommen wir dafür. Ich bin gespannt, der Auftrag wäre vielleicht sogar noch da. Mal gucken, ob sich irgendwelche Aufträge noch ändern. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr Mod-Vorschläge habt, die ich integrieren soll, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Euro Truck Simulator 2 Video wieder.